Why are you starting? Ich hab noch gar nicht. Ich bin noch gar nicht so weit. Ich bin noch gar nicht bereit für die Kamera. Hey, Schorschleute und frohe Weihnachten. Ich wollte es mir dieses Jahr wieder nicht nehmen lassen, euch ein kleines Jahresrückblicksvideo, würde ich sagen. Wie wir jedes Jahr, es ist unsere Tradition, dass wir jedes Jahr uns zusammensetzen, nochmal das Jahr zurückblicken, betrachten. Wenn ihr das schon seht, bin ich gar nicht mehr hier. Dann bin ich woanders, ich bin bei meinen Eltern. Ich habe gesagt, ich fahre zu Weihnachten mal. Verbringe ich nicht allein zu Hause, sondern bei meiner Familie, so wie es sich gehört. Aber ich wollte es mir trotzdem nicht nehmen lassen, hier das Jahr nochmal so schön rückblickend nochmal ein bisschen mit euch nochmal zu begutachten. Besonders so, da dieses Jahr für mich jetzt doch relativ eventvoll war, was Sachen entgegen allem angeht. Und deswegen, please enjoy my rambling auf 2022, wo wir zum Glück noch leben. Thank fuck. In dem Sinne, ja, wie gesagt, dieses Jahr ist eine Menge passiert. Das in dem Sinne schon fast noch uneventvollste war die Tatsache, dass ich in Norwegen war in meinem Urlaub und da eine wunderbar geile Zeit hatte. Die Zeit könnt ihr, by the way, da oben, like there, das ist so ein komisches Gedönsen da. Da könnt ihr sonst draufklicken und dann habt ihr dann, ne, Dinge, habt ihr nicht gesehen. Aber sogar davor, das fällt mir jetzt mal gerade so nebenbei ein, aber den Part mal gleich vorher, because why not. Die Feierabendküche ist ein Ding, wo mittlerweile ein Ding ist. Es ist nicht einfach nur so, der Schoschmann ist mal wieder hier so ein bisschen, ne. Ja, okay, das war jetzt so ein 2009er Moment, ich war nicht sicher, ob ich aufnehme. Das Setup hier ist alles ein bisschen. Da ist mein Handy, da ist so eine Ringleuchte, die mir die Augen wegbrutzelt. Ich habe den Nopsi hier unten dran, damit das halt ein bisschen professioneller ist. Also man kann merken, ich habe über die Jahre ein bisschen was gelernt. Soll man hoffen, soll man meinen. Richtig in die Kamera gucken kann ich mir immer noch nicht angewöhnen. Irgendwie, because I think it's cringe. If you, das ist komisch. Deswegen sitze ich meistens nie vor der Kamera und vor einer Webcam. Deswegen lasse ich das den Typen da. Das ist den meistens machen, das ist wie ich, nur ein paar Kilo weniger. So, this is something. Ja, in dem Sinne, die Feuerabendküche ist ein Ding. Wird auch dem nächstes Jahr eindeutig weitergehen und wird auch ein bisschen erweitert. Jetzt, wo hier das, falls es ihr nicht gemerkt habt, die letzte Folge, es ist eine andere Küche. Es ist auf einmal die Tischplatte ist dunkel. Ich weiß nicht, ob das genug heutzutage ist, um zu sagen, es ist anders, aber es ist. Dazu später. Aber wie gesagt, die wird auf jeden Fall weitergehen. Die geht auch ein bisschen, wird ein bisschen erweitert. Es werden größere Folgen kommen. Es werden nicht nur auf Shorts sich basieren, sondern auch ein paar Episoden, wo ein bisschen höher vom qualitativen Standard sind, möchte ich hoffen. Und ich hoffe, ich kriege das auch irgendwann mal gebacken, weil content-wise, ich habe dieses Jahr nicht viel geliefert. Das ist aber auch meine Schuld. Das ist emotional shit breaking your brain and like. Ne, macht Spaß. Aber auch das, wie gesagt, ich gebe mir Mühe. I'm trying my best to... Ich versuche wirklich irgendwie noch was immer hinzukriegen. Und die Feuerabendküche ist halt was, wo ich immer, wo ich jede Woche habe, wo ich jede Woche auf immer vorweisen kann, jeden Sonntag um 12. Von daher, das ist etwas, aber ich möchte, dass das natürlich weitergeht. Ich möchte, dass es sich erweitert, verbessert, verschönert, dass es besser aussieht. Das ist alles. Alles machbar, alles da. Und gerade was Content in generell angeht, wie gesagt, ich habe ein bisschen was dazugelernt. Ich bin jetzt mehr unter die PNG-Tuber gegangen, weil es ist für mich mentally schöner, jetzt hier mich so vor die Kamera zu setzen, ist für mich sehr unnatürlich. Finde ich immer ein bisschen merkwürdig. Ich mache es irgendwie immer echt ungern. Deswegen habe ich in der Zeit, wo ich gestreamt habe, habe ich immer entweder keine Kamera oder ich war so, ich saß einfach da. Weil ich bin nicht so derjenige, der den für 4 Stunden, you know, das ist ich glaube, das ist auch ein bisschen viel Selbstzweifel bei mir, wo dann mit reinfließt und sich dann denkt, just do without, Leute vermissen dabei nichts, Fakt ist. Und deswegen habe ich mir gesagt, komm, geh PNG-Tuber, because why not? This works, this is nice. Haben wir in unserem Modell. Speaking of, was Streams angeht, auf dem Archiv, jetzt aktuell natürlich nicht, because it's Crimbo. Und ich hatte die letzten Wochen mehr als genug zu tun, als dass ich das nicht hingekriegt habe. Wie man es kennt bei mir. Aber ich möchte das
ab nächsten Jahr, ab Januar, beziehungsweise wir haben es jetzt dieses Jahr schon angefangen, aber durch Weihnachten und alles müssen wir jetzt halt da einmal so einen kleinen Riegel vorschieben, ist leider so. Nämlich, ich möchte das auf dem Archivkanal ab Januar, ich habe es eben gerade gesagt, und trotzdem, das passiert, wenn ihr mir kein Skript gebt, Leute. I'm just going off rails, off bananas. Und ich möchte auf jeden Fall, dass das Archiv ab Januar Daily Content liefert. Das heißt, wenn wir dann Stream haben, dass es dann trotzdem in einem Daily Upload geht, dass es dann immer jeden Tag um dieselbe Zeit ein Video, ein Wort hochkommt. Ergo, wir werden zusehen, dass wir dann halt mehreres, also denn die Streams natürlich so fungieren, dass sie dann halt mehrere Segmente haben, dass wir nicht einen Stream haben, wo 4 Stunden geht, sag ich mal, und es ist dann nur ein Spiel, sondern dass wir das eventuell in 2 teilen, eventuell sogar in mehr, je nachdem, wie wir das halt ne, sehen, wie es halt passt, wie die Optionen sind. Wir haben ja neulich im Stream eine kleine Content-Liste gemacht, so von wegen von Games, wo wir noch, wo ich noch spielen möchte auf jeden Fall, wo ich weitermachen möchte. Endlos-Dinger, One-Offs, Power-Streams, all sowas. Alles schon eine Liste, haben wir alles in dem Stream mal besprochen gehabt, so auch mit der Community zusammen, wo ich sage so, boah, da hätte ich Bock drauf, wo ihr sagt, da hättet ihr Bock drauf. Könnt ihr auch jederzeit in Kommentare schreiben, wenn ihr wollt, sowas, bin ich immer offen für. Auch was hier Feuer am Küche angeht, so Rezepte, alles. Jederzeit dürft ihr mir sowas in Kommentare auf Twitter, solange es noch nicht niedergebrannt ist, nicht wahr, Mr. Musk, dürft ihr mir sowas jederzeit schreiben, egal wo, auch auf Insta, TikTok, I don't know. TikTok ist ja mittlerweile ein Ding geworden bei mir, komischerweise. Was ich nie gedacht hätte, dass das ist, aber die Feuerabendküche ist da ein echtes Ding. Und manchmal ist es auf YouTube und das sind so Algorithmus-Cringe-Geräte, wo ich mir denke, so, why? Aber gut. Das ist halt das. Das ist so noch mit das Uninteressanteste, würde ich mal sagen, schon fast. Weil, also für mich zumindest, was mich persönlich angeht. Weil mein Jahr an sich war überall. Wie gesagt, ich war im Mai war ich in Norwegen im Urlaub, habe da eine Kreuzfahrt hingemacht, habe mir mal ein bisschen gegönnt. War da für eine Woche und habe einfach mal die Stadt erkundigt, habe einfach mal die Landschaften, die Gewohnheiten, alles mal ein bisschen mir genauer angeguckt und habe da halt eine Menge Zeit alleine verbracht. Weil, ne, wenn du alleine irgendwo hinfährst, du fängst auf einmal an, mit dir selber zu reden. Es ist nicht wie jetzt hier, wo ich vor einer Kamera sitze und rede, weil das ist schon cringe in its own right. Aber, sondern du verbringst einfach viel mehr Zeit mit dir selber und, sorry, Ringlicht, ich wollte dich nicht reden, aber das ist ja alles ein bisschen cringe. Aber ja, du fängst halt an, mit dir selber zu diskutieren und zu überlegen, von wegen, wo willst du hin, was möchtest du machen. Und ich war mit der Situation bei meinem Job, bei meinem letzten Job sowieso nicht zufrieden. Und rückblickend betrachtet, bereue ich da keinen Schritt, den ich gegangen bin. Nämlich nach meinem Urlaub da, ich glaube, 3 Monate später habe ich dann quasi gekündigt, weil ich auch den Entschluss gefunden habe, ich möchte umziehen. Deswegen sind wir jetzt hier nicht mehr in meiner ollen Dachgeschosswohnung, sondern wir sind jetzt auch nicht mehr in Hamburg, wir sind jetzt hier in Bremerhaven. Das ist halt so ein kleiner Unterschied. Ich wollte von zu Hause sowieso ausziehen, habe mit dem Gedanken schon ein bisschen länger gespielt, weil ein bisschen selbstständiger werden, ein bisschen eigenständiger alles angehen. Und ich wollte aber nicht nach Hamburg ziehen, weil Hamburger Mietpreise sind absolut ultra cringe. Und außerdem kannst du dir den Scheiß nicht leisten, believe me. Sofern du nicht irgendwo in irgendeinen Kaff ziehen willst oder in irgendeine Kellerwohnung, irgendwo 50 Meilen unterm Boden oder so, I don't fucking know. Auf jeden Fall bin ich nach Bremerhaven gezogen. Ich habe hier in derselben Straße, habe ich genug Freunde, wo man dann einfach mal was machen kann. Man geht zusammen einkaufen, man kocht einfach mal zusammen. It is nice. It is very nice. Es ist eine super Entscheidung, die ich getroffen habe, hierher zu ziehen. Und es war auch mega Glück, dass ich diese Wohnung getroffen habe. Das war sowieso ein Krampf ohnehin, davon mal abgesehen. Aber bereue ich auf keinen Fall. Es war eine gute Entscheidung und so langsam lebe ich mich hier auch ein. Der Umzug war jetzt Ende November. Ich lebe jetzt hier seit 3 Wochen, 3,5 Wochen glaube ich knapp und so langsam lebt man sich halt ein. Es ist alles hier noch ein bisschen zwar chaotisch, alle Bilder hängen noch nicht, weil Sandstein ist cringe. Wenn mich Minecraft 1 gelernt hat, dann das. Es ist alles noch ein bisschen chaotisch hier, aber ich denke mal so ab Januar. Sobald die Feiertage dann auch vorbei sind, wird sich das ein bisschen geregelt haben und dann kann ich auch mal
ein bisschen mehr machen, eventuell mal wieder. Kann ich die Küche ist immer noch, sie funktioniert, aber ist halt noch nicht so, wie ich es mir wünsche. Ist immer noch ein bisschen unordentlich, es fehlt noch hier und da ein bisschen was, aber ne, auch das im Januar. Ja, und dann habe ich mir halt gesagt, komm, nee, lass es, dein Job, der geht nirgendwo hin. Du hast jetzt schon unzählige Male diskutiert, dass du nicht immer nur in die Spätschicht willst, weil du möchtest auch mal tatsächlich was vom Tag haben, so cringe man das auch glauben möchte. Aber es ist halt nie irgendwo hingegangen. Jetzt habe ich neulich von meiner Mutter, ist kurz mal aus dem Nähkästchen geplaudert hier, ist meine Mutter da nochmal hingegangen, die geht da teilweise nochmal hin für Brötchen, also die Qualität ist immer noch da, um Gottes Willen. Ich will jetzt auch nichts gegen den Laden sagen, die sagt auch nichts gegen, um Gottes Willen. Aber ich finde es immer schön, dass die Leute, die sich früher, wo ich immer gesagt habe, so ihr habt so die schönen Schichten, so diese Frühschicht, ihr habt ja noch den ganzen Tag denn vor euch, ne? Ihr geht um 12 Uhr den ganzen Tag noch vor euch. Warum darf ich das nicht mal haben? Und die haben jetzt natürlich meine Schicht und beschweren sich jetzt natürlich, weil sie nur noch spät haben und ich so, ha, cringe. Aber ja, das ist unnötig. Ja, es hat sich hier, wie gesagt, auf jeden Fall ordentlich was getan. Und das Jahr geht zu Ende. Der Dezember ist da, es ist manchmal kalt. Also, wir hatten ja letzte Woche war hier schön weiß draußen. Jetzt mittlerweile ist einfach nur nass und grau. Das ist einfach nur, macht keinen Spaß. Aber ich habe Vorsätze fürs nächste Jahr. Ich bin sehr motiviert jetzt mittlerweile, was das angeht. Ich möchte eindeutig das hier, ich möchte mehr Sport machen. Ich habe jetzt hier ja tatsächlich, ich bin nicht mehr in so einem kleinen Dorf, sondern ich bin tatsächlich in einer Stadt, wo ich Sachen vor der Tür habe. Ich glaube, ich habe hier irgendwie die Straße rauf, irgendwie zwei Fitnessstudios oder so. Und sobald sich das alles finanziell bei mir mal geklärt hat, solange die Arbeitsamt mir mal langsam hier Post schickt, I don't know, ich mein Feiertag ist ein Ding. Sobald das, werde ich mich da wahrscheinlich auch mal anmelden. Und Content ist halt auch wieder so eine Sache. Ich würde am liebsten, wenn ich es mir aussuchen dürfte, was Job angeht, würde ich am liebsten die Feierabendküche als Vollzeit machen. Sagen wir, ich bin da ganz ehrlich, würde ich am liebsten machen, aber ich weiß ganz genau, dass da hängen so viele Faktoren mit drin, das ist unrealistisch, sowas in Betracht zu ziehen. Also muss ich mich halt weiterhin umschauen, weil Miete zahlt sich leider nicht von selbst. Der Kühlschrank geht leider auch nicht von selber voll und you know. Ja, aber wie gesagt, das sind halt so Sachen, wo ich mir wünschen würde. Ich versuch's. I will try my best. Und ich habe, wie gesagt, ich habe Vorsätze, dass nächstes Jahr ein bisschen mehr hier kommt. Auch ein bisschen, dass man da ein bisschen Struktur wieder mehr reinkriegt. Dass das alles, ich sage es jedes Jahr, ich weiß. Und nie, weil ich, mein Brain ist einfach nicht hingekriegt. I'm trying my best. Ich versuch's wirklich. One day, eines Tages schaffe ich es. I swear to God, ich mach's ja nur schon über 13 Jahre hier, also eines Tages, one day, kriege ich diese Schlümpfe. In dem Sinne, ich glaube, ich habe euch hier schon, wie lange sabbel ich euch jetzt hier wieder in Urlaub? Ach, 13 Minuten, das ist ja, schon wieder, der Schuschmann labert schon wieder zu viel. In dem Sinne, ich mach hier für heute, ich mach hier die Sense. Ich muss das hier auch noch fertig machen, ich habe noch einiges auf dem Zettel. Ja, einiges auf dem Zettel hier. Der Schuschmann ist immer noch nicht fertig. Deswegen habe ich die letzten Tage auch nicht gestreamt, weil ich komme nicht hinterher mit all dem Kack. In dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr nicht verpassen wollt, wohin das Ganze hier alles noch läuft, da unten sind so komische rote Knöpfe. Wenn die nicht rot sind, dann habt ihr es richtig gemacht. Dann ist da vielleicht auch so eine Glocke oder so. Ich weiß nicht, ob das noch ein Ding ist. Ich glaube nicht. Mittlerweile sagen immer alle nur noch so, komischerweise irgendwie nur 2% von euch sind abonniert. Das ist einfach, ne? Und ich denke mir so, nee, abonnieren ist mittlerweile eh cringe. Das ist bei den meisten jetzt nicht funktioniert. Also YouTube broke this. Also brauchst du ein Abo für dein Abo und dann, I'm ranting again. In dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Euch eine frohe Weihnachten, ein frohes Fest. Eine schöne Zeit mit euren Geliebten und bis dahin. Ciao, Leute.